gleich nochmal. Ah, habe ich ihn jetzt aus Versehen über die Schnellauswahl benutzt? Bin ich aufgepasst. Also ja, ich halte die Gegner da in dem Engpass, dass sie mich nicht alle auf einmal angreifen können. Jawohl, Sir. Ja. Und wir haben einen Soldaten verloren. Genau, jetzt ist es wieder in der Schnellauswahl bereit. Das heißt, wir können es benutzen, ohne dass es Mana kostet. Das heißt, wir haben sozusagen einen extra Zauber. Bereit, den wir benutzen können. Ja, meine Schwertkämpfer haben jetzt die nächste Stufe erreicht. Das ist die Maximalstufe übrigens. Sie sind jetzt Elite. Ja, gehen wir. Wir haben leider einen verloren. Was jetzt aber nicht so tragisch ist, weil gleich kommt eine Stadt. So, wir können jetzt die Erfahrungspunkte nutzen, um die magische Fähigkeit theoretisch zu erhöhen. Was ich auch einfach mal mache. Ja, weil man sieht, magische Fähigkeit, um ganz oben anzukommen, bräuchten wir 20. Das heißt wahrscheinlich, die Stufe 5 werde ich nicht mal erreichen. Hätte ich also auch ruhig im Mana packen können. Aber höhere Mana-Regeneration ist auch mal nicht schlecht. Ja. So, in dem Lager hier ist nichts. Ja. Das heißt, wir gehen. Gehen wir. Einfach mal weiter. Ja, gehen wir. Auf euer Kommando. Gehen wir. Kommen jetzt gleich in die Stadt. Sollten Sie zwei oder mehr unvollständige Truppen besitzen, können Sie diese zu einem einzigen zusammenlegen, sofern die Gesamtzahl Ihrer Einheit nicht die für diesen Truppentyp zulässige Maximalzahl übersteigt. Wählen Sie die geschwächten Truppen und klicken Sie auf die Gruppieren-Schaltfläche. Ja. Ja, damit will er sagen, ich könnte die beiden zusammenfassen, theoretisch. Hätten sie nicht so viele Einheiten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Gruppe mit drei Leuten und eine mit zwei Leuten hätte, könnte ich die in zwei der Stadt fünf, ja. Können Sie neue, stärkere Einheiten kaufen. Gehen Sie und sehen Sie nach, was Sie dort erwartet. Gehen Sie direkt zum zentralen Gebäude. Ja, gut. Also ich könnte eine 3 und eine 2 zu einer 5er zusammenfügen. Ja. Und das hier ist die erste Stadt, die wir sehen. Klicken Sie auf das Stadtsymbol, das oben rechts auf dem Bildschirm erscheint. Wenn wir Truppen in der Nähe haben, also die müssen in der Nähe des Stadtgebäudes, des Hauptgebäudes der Stadt sein. Was nicht schwer zu übersehen ist. So. Nun erscheint das Stadtmenü. Hier werden die Indikatoren angezeigt, die für den Fortschritt des Spiels entscheidend sind. Der Eindruck der Stadt dem Spieler gegenüber, die Entwicklungsstufe der Stadt, die aktuelle Bevölkerung, die aktuellen Ressourcen der Stadt. Eine Liste der Einheiten, die Sie erwerben können und eine Liste der Aufträge. Wenn Sie sich Informationen zu einem Auftrag durchlesen möchten, müssen Sie mit der rechten Maustaste anklicken. Klicken Sie mit der linken Maustaste an, um ihn anzunehmen. Unterhalb der Liste der Aufträge werden Ihre finanziellen Ressourcen angezeigt. Also ja, es steht genau verkehrt rum da, weil wenn wir es mit der linken Maustaste anklicken, dann kriegen wir die Questbeschreibung. Hälfte der Stadt. Sollten Sie nicht genug Gold besitzen, um neue stärkere Einheiten zu kaufen, können Sie diejenigen, die Sie bereits besitzen, verbessern, sofern Sie bereits Elite sind. Ja, das ist wichtig. Wählen Sie hierfür eine Einheit, bewegen Sie sie in das Zentrum der Stadt, klicken Sie auf die Inventarschaltfläche oder drücken Sie die I-Taste, sobald sich das Einheitensymbol golden färbt und anschließend auf die Aufwerten-Schaltfläche. Mhm. Also ja, das hier mit den Stadtrohstoffen ist erstmal nicht wichtig. Weil man sieht, die Stadt kann keine Stufe aufsteigen. Das Einzige, was die Stadt macht, ist Gold sammeln und Nahrung verbrauchen. Paladine gibt es, die wir anwerben könnten, wenn wir genug Gold hätten.
Wir können aber auf jeden Fall Hälfte der Stadt machen. Eine antike Reliquie, das Banner des Mutes, wurde in der Nähe verloren. Seit unendlichen Zeiten war das Banner ein Symbol der Macht, des Wohlstandes der Stadt. Die Einwohner werden dankbar sein, wenn ihr das Banner wieder zurückbringt. Auftrag antreten, ja. Ja. So, wir holen erstmal das Banner, weil lustigerweise ist das Banner. Also erstens haben wir jetzt den Auftrag hier, Hälfte der Stadt. Und natürlich sucht und tötet das Monster. Auf euer Kommando. Ja, Auf euer genau, das Banner Kommando. ist nämlich genau da oben. Jawohl, Sir. Auf euer Kommando. Dann holen wir uns mal das Banner. So, von Ihren Soldaten eingesammelte Artefakte können deren Eigenschaften stark verbessern. Um das Objekt zu nutzen, müssen Sie die Truppe auswählen, die das Artefakt gefunden hat, und die Inventarschaltfläche anklicken. Ziehen Sie das Artefakt nach Erscheinen des Truppenmenüs von der Liste der unbenutzten Objekte in die Liste der benutzten Objekte. Ja. Wir könnten also jetzt das Banner hier nach oben ziehen. Man sieht, Schaden im Nahkampf wird dadurch um 25% erhöht, also 6 Punkte. Und wir sehen sogar das Banner auf der Karte, Ja. wie der Trupp es trägt. Ganz nett. Aber wir sollen das Banner ja Mit abgeben. Vergnügen. Auf Euer Kommando. Ja. Mit Vergnügen. Auf Euer Kommando. So. Also zurück mit unseren Truppen. Ja, Sie haben den Auftrag Hälfte der Stadt erfüllt. Wenn Sie nun die Schaltfläche Auftrag anklicken oder Q-Taste drücken, werden Sie sehen, dass er abgehakt ist. Ja. Hälfte der Stadt ist abgehakt. Wir haben dafür 100 Gold gekriegt. Das heißt, wir können jetzt immer noch keine Paladine leisten. Aber wir Wir können dienen dem uns um Kaiserreich. unsere Truppen kümmern. Erst einmal können wir leider hier nicht Wir durchschalten. dienen dem Kaiserreich. Dieser Truppe hier einen neuen Mann spendieren. Und wir können diese Truppe aufwerten, da sie ja Elite ist. Können wir jetzt gleich mal gucken, was das bringt? So. Also erstmal schreien sie freudig, weil sie jetzt Paladine sind. Rekruten halt nur. Also ihre Erfahrung wird wieder zurückgesetzt. Erstens kosten sie jetzt doppelte Führerschaft. Was okay ist, weil Paladine sind recht stark. Ihr Angriff ist, ja, um, glaube ich, 20% gestiegen. Können wir das mal gerade Mit vergleichen? Vergnügen. Ja, um 20 Punkte ist der Angriff gestiegen. Bereit. Der Schaden ist mehr als verdoppelt. Jawohl, Sir. Ja, von 22 auf Bereit. 55. Rüstung haben sie jetzt 10 und Widerstand haben sie auch 10 gegen alles. Und haben ein Ja. bisschen mehr Leben als die normalen Truppen. Mit der Berücksichtigung, dass das hier Elite-Truppen sind, während die Paladine noch Rekruten sind. Also die Paladine sind schon auf Rekrutstufe stärker als die Elite-Schwertkämpfer. Und deswegen ist es immer vorteilhaft, Truppen aufzuwerten, wenn man es kann. Ja, Sir. Ja, Krieger, die ihr ganzes Leben in dieses Lichtes gestellt haben, werden Paladine. Sie sind mit Waffen aus Silber bewaffnet, die den Untoten enormen Schaden Wird zufügen. erledigt. Kein Problem. Ja, das ist auch so eine Sache. Man sieht es Schon zwar leider nicht in erledigt. den Statistiken, aber Aufrufen sie Sie. machen bei Untoten wirklich um einiges mehr Damage als normale Einheiten. Kein Problem. Wird erledigt. Gut, dann marschieren sie. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Da ist es, das Versteck des Monsters.
Ja. Auf zum Sieg. Wir haben das Versteck des Monsters Schon gefunden. erledigt. Bereit zum Kampf. Das Monster ist ein Troll, so wie es aussieht. Und ja, allein schon durchs Kämpfen kriegen die Truppen Erfahrungspunkte. So, und der Troll ist gefallen. Sie haben ein schreckliches Monster getötet. Die Leute aus der Region danken Ihnen. Aber es ist Zeit, weiterzuziehen. Ja, beide Aufträge abgeschlossen und die Map ist auch abgeschlossen. So, wenn ich jetzt auf Fortsetzen klicke, kommen wir in Akt 1, wie ich vorhin gezeigt habe, und sehen jetzt das Intro sozusagen, also die Geschichte der Welt. Deswegen, wenn ich jetzt auf Fortsetzen drücke, bin ich mal ruhig, dass wir das hören können. Myriaden von Welten haben den Weg durch Raum und Zeit beschritten. Verschiedene Rassen haben sich in ihren Ländern angesiedelt, ohne sich um die Existenz der anderen zu kümmern. Einmal wurde das Universum von einer schrecklichen Katastrophe erschüttert, die Nationen und Rassen aus ihrer Heimat trieb und in einem kochenden Schmelztiegel vermischte. Der große Kristall, geschaffen von den Kräften der Ordnung, stoppte das Chaos. Die Azur-Festung, die um den Kristall errichtet wurde, wurde zum Zentrum des Reiches der Menschen. Tausende Jahre lebten die Nationen friedlich zusammen. Nur die unsterblichen Elfen, Kinder der Magie, trauerten um ihre verlorene Heimat. Ein Zauberer, ein Schatten des Lords der Finsternis, kam zu ihnen und erweckte mit seinen süßen Worten Hoffnung in ihren noblen Herzen. Er überzeugte die uralte Nation, dass sie nach der Zerstörung des Kristalls zurück in ihre Heimat könnten und stürzte Denmor in einen schrecklichen Krieg. Die Menschen verteidigten ihr Land mit ihrem Leben und die Elfen mussten sich unter schrecklichen Verlusten zurückziehen. Aber der Zauberer rüstete bereits eine neue, unbesiegbare Armee. Ja. Es ist ein bisschen leise gewesen. Ich versuche es in der Nachbearbeitung mein Auto zu machen. Ich hoffe, das klappt. Die Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung für den Titel eines Zauberers bedeutet immer eine gehörige Portion Nervosität und Aufregung. Außerdem ist sie der erste Test, bei dem die Schüler echten Gefahren begegnen. Niemand weiß, was der Lehrer dieses Mal vorbereitet hat. Aus der Stadt westlich des Turms kommen seit langer Zeit alarmierende Berichte. Ich muss sofort dorthin gehen und herausfinden, was das Problem ist. Ja, das war wieder unser Seien Avatar. Sie gegrüßt, mein Schüler. Dies ist Ihr letzter Test für den Titel des Magiers. Ich werde Ihnen helfen, diesen Test ehrenvoll zu bestehen. Werfen Sie zu Beginn einen Blick auf die Liste der Abenteuer. Drücken Sie Q, um sich die Aufgaben anzusehen, die Sie erfüllen müssen. Ja. So, ich blende mal unseren Avatar wieder aus. Das ist nämlich ein bisschen angenehmer dadurch. So, wir haben die Karte mit dem Dorf. Und wir haben die Aufträge. Finden Sie heraus, was in der Stadt vor sich geht. Der Rat der Gilde der Magier hat mich mit der Untersuchung der Tatsache beauftragt, warum aus der Stadt keine Nachrichten mehr bekannt werden. Ich muss meine Truppen zu der Stadt führen. Das hier ist übrigens unser Zauberturm, in dem wir irgendwie drin hocken, also unser Körper besser gesagt. Und da haben wir zwei Truppen. Einmal Schützen, Armbrustschützen und erfahrene Bogenschützen. Die Bauern von gestern bieten ihre Dienste gegen geringe Bezahlung an. Im Nahkampf können sie gegen die Feinde äußerst effektiv sein. Ja, Übersetzungsfehler würde ich mal tippen. Jawohl, Sir. Auf euer Kommando. Gut. Ja. Hier sieht es bereits aus, als ob da eine Karawane überfallen wurde. Und hier sind auch sehr viele andere Sachen, wie zum Beispiel ein Elfenhain und so. Und ja, wenn wir uns zu weit von unseren Truppen entfernen, dann ist das Auf euer auch nicht Kommando. gut. Guten Tag, Reisender. Wir sind ehrliche Goblin-Händler und transportieren eine Ladung magische Sickel aus der Azur-Festung in unser Reich. Aber diese Gegend ist sehr unsicher.
Bringt unsere dampfgetriebenen Wagen zum Ende der Straße. Wir gelangen unsererseits irgendwie dorthin. Ja gut, wir haben eine Escort-Mission gekriegt. Ja, damit können wir die Goblin-Karawane dorthin schicken. Ja, findet heraus, was in der Stadt vor sich geht, eskortiert. Wir müssen die Karawane nach Nordwesten bringen. Auf der Strecke erwarten uns womöglich einige der Gefahren, vor denen uns die Goblins gewarnt haben. Wir müssen aufpassen. Mhm. Auf euer Kommando. So, wir haben jetzt eine Karawane, die nichts kann. Ja. Deswegen sollten wir sie aus Kämpfen raushalten. Ja. Gehen wir. Ja. Ein Stück weit voraus haben Briganten Stellung bezogen. Sie horten in der Regel eine Menge Güter in ihren Höhlen, aber ihre Streitkräfte sind zurzeit zu schwach, um mit ihnen fertig zu werden. Begeben Sie sich in die Stadt, um Verstärkung zu holen. Ja. Gut, also die Briganten hier können wir vergessen. Ja. Ohne zusätzliche Truppen. Gehen wir. Ja, da sehen wir die Briganten. Es sind nicht gerade sehr viele, aber... Gehen wir. Wenn unser Lehrmeister sagt, wir kommen nicht gegen diese Briganten an... Gehen wir. Dann glaube ich ihm das auch erstmal. Gehen wir. Ah, hier drüben gibt es auch noch eine Abzweigung. Auf euer Kommando. Gehen wir. Gucken wir mal an, was wir hier hinten haben. Gehen wir. Einen Bären, der was bewacht, eine Truhe. Ah? Wir dienen dem Kaiserreich. Wohin gehen? Nimm das! Mit Vergnügen. Ah? Sind schon so gut wie da. So, schießen wir erstmal und dann ziehen wir uns mit denen zurück. Gut. Auf euer Kommando. Ja. Das hat gut geklappt und wir können schon mal unsere magischen Fähigkeiten steigern. Ja. 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 Hä? Ja. Und ja, unsere Truppe ist 50 Gold aufgestiegen. Ja. Dem Deutsch hier muss man ein bisschen Nachsehen haben. Vielleicht sollte ich das Spiel auf Englisch umstellen. Ja. Gut, das heißt, wir gehen in die Stadt. Dann gucken wir mal, was da hinten so auf uns wartet. Und ja, über die Minimap können wir scheinbar... Auf euer Kommando. Zwar unsere Truppen bewegen, aber... Gehen wir. Ja. Nicht den Kartenausschnitt. Das können wir wohl noch nicht mal über die Minimap, also über die große Map. Mit Vergnügen. Auf euer Kommando. So, dann Gott sei Dank seid ihr zu unserer Hilfe gekommen. Es gibt kein Leben in unserer Stadt. Briganten und Untote sind überall. Wir schicken euch einen Trupp Milizsoldaten. Wie ihr sind sie begierig zu erfahren, was vor sich geht und die Dinge in Ordnung zu bringen. Um herauszufinden, was die Stadt in Unruhe versetzt und um Krieger anzuheuern, müssen sie das Rathaus betreten und T drücken.
Ja. Auf der rechten Seite sehen Sie die Mission, die Ihnen die Stadt anbietet. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Abenteuer, um es anzunehmen. Ja, unsere Bauern sollten beim Sägewerk auf der anderen Seite des Flusses Bauholz holen und sie kehren nicht zurück. Es wird also eine Eskorte für sie benötigt. Sobald die Bauern vom Wald zurückkehren, werden wir Baracken zum Training vom Paladin errichten, die ihr dort anheuern könnt. Ja, das könnten wir jetzt annehmen schon mit mal. Mit Vergnügen. Ich will allerdings erst die Goblin-Karawane jawohl, Sir. Erst kortieren. Ja. Oder ich nehme es an, weil die Bauern laufen bereits los. Ja. Gehen wir. Gehen wir. Oh, hier sind ein paar Pixies. Mit Vergnügen. Ja. Ja. Okay, Pixies. Töten Schützen. Ich könnte laden, habe aber nichts zum Laden. Also, Mission neu starten, weil die Schütze zu verlieren ist aus nicht der gut. Stadt West. Seien Sie gegrüßt. Ja, das kennen wir alles. Wohin nicht. Gehen? Auf euer Kommando. Was uns jetzt dazu bringt, dass wir öfter mal... ja, ich kann mir leider keine Steuerungssachen angucken.